Guten Tag, mein Name ist Walter Schnell und ich zeige Ihnen jetzt einen Validator für DocuWare, der in der Cloud läuft, der mehrsprachig ist, der präzise Fehlermeldungen bringt, den wir gemeinsam in einer Stunde betriebsbereit haben und der von Ihnen anschließend konfigurierbar sein wird. Schauen wir uns das an. Wenn wir in DocuWare sind, können wir eine Suche machen und nehmen wir das erste Dokument und schauen uns die Index-Einträge an. Was macht ein Validator? Er überprüft und stellt sicher, dass die Einträge, die Sie hier in den Indexdaten gemacht haben, dass die nach gewissen Regeln funktionieren. Das heißt letzten Endes, dass Ihre Mitarbeiter weniger bis gar keine Fehler mehr in das System überhaupt einbringen können, weil jedes Feld nach gewissen Regeln geprüft wird. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe, läuft der Validator los und zeigt Ihnen jetzt das Resultat. Sie sehen, dass etwas mit dem Feld Version nicht stimmt und dass das Feld Belegnummer leer ist. Ich schreibe jetzt noch schnell was in die Version und in die Belegnummer. Und wir machen das nochmal. Jetzt sagt er Ihnen, das Feld Belegnummer ist nicht im Bereich von 1000 bis 1000 bis 9999. Also geben wir ihm 1003. Dritter Versuch. Validierung. Fertig. Die Indexbegriffe wurden aktualisiert. Was ist jetzt passiert? Dazu machen wir ein bisschen Platz. Ich habe Ihnen jetzt das Konfigurationsfile dazu auch auf den Bildschirm gebracht. Was grün ist, ist Dokumentation, lohnt sich zu lesen, brauchen wir aber jetzt nicht. Schauen wir uns mal an, was da geboten wird. Zum Feld Belegart steht, es ist mandatory, also ein Pflichtfeld, und es gehört zu einer Duplicate Condition. Wird also verwendet, um Duplikate festzustellen. Das Feld Status ist mandatory. Der Ersteller ist mandatory, also muss gefüllt sein. Und so weiter. Sie sehen für verschiedene Felder, die wir hier angegeben haben, verschiedene Bedingungen, die Sie eintragen können. Die sind hier. Mandatory, Duplicate Condition, dass ein Feld unbedingt in der Zukunft liegen soll, dass ein Feld in der Vergangenheit liegen soll, dass ein Feld einer IBAN entsprechen soll und so weiter. Was interessant ist, ist auch, Sie können Felder machen, die mandatory sind, verpflichtend, aber abhängig von irgendeiner Bedingung. Also zum Beispiel, die Belegart ist E-Mail und wenn die Belegart E-Mail ist, dann muss das Feld Absender und das Feld Empfänger gefüllt sein. Wir unterstützen auch Stichwortfelder. Da gibt es ein bisschen andere Bedingungen dafür, aber im Großen und Ganzen auch wieder, auch was Neues, zum Beispiel hier, Sie haben ein Feld, was in einem gewissen Bereich liegen muss, zwischen der Zahl 100 und der Zahl 200. Wir unterstützen auch Tabellen. Hier wird zusätzlich interessant, wie viele Einträge wollen Sie als Minimum, als Maximum. In so einem Konfigurationsfile können Sie mehrere Archive spezifizieren, also Regeln für mehrere Archive. Und wenn wir nach unten schauen, jetzt zu dem zweiten Archiv, was wir hier drinnen haben, hier haben wir ein Archiv, in das fließen auch Führerscheine ein und in dieses fließen auch E-Mails ein. Und hier ist eine Mandatory Condition. Wenn die Belegart Führerschein ist, dann muss auch ein Name angegeben sein. So, schauen wir uns an, was zu tun ist, um Ihr System mit der Validierung auszustatten. So, dazu geht man in Configuration, Konfiguration. Ganz unten gibt es die Web Services und hier sind jetzt eben Web Services eingerichtet. Schauen wir da mal in eins rein. Das ist die ganze Konfiguration. Der geht also raus aufs Internet, meldet sich beim Validator mit Username und Passwort an und wir können jetzt hier schauen, ob die Verbindung in Ordnung ist. Ja, sind wir zufrieden?
Zurück, wo ist jetzt noch was zu konfigurieren? Bei jedem Archiv an zwei Stellen. Einerseits dort, wo es zwischen Basket und Archiv, wo Sie neu anlegen. Gehen wir dorthin. Das ist der Dialog Ablage. Ganz nach unten, mehr Optionen. Und hier sieht man, die Validierung ist eingerichtet und die kann man auch hier für dieses Archiv und für den File neu speichern testen. Okay. Zweiter Ort, in der Ergebnisliste oder Trefferliste, beim Indexdialog, auch wieder unten. Gleiche Geschichte wie beim Neuspeichern. Hier ist es eingerichtet. So, damit haben Sie schon alles gesehen, was man konfigurieren kann. Was noch geht, ist Überprüfungen wie zum Beispiel Nettobetrag plus Steuern müssen Bruttobetrag sein, was also auch hilft, wenn man die Ergebnisse vom Intelligent Indexing zum Beispiel überprüfen will. Und was Sie nicht gesehen haben, ist auch Datenbankzugriffe, um Felder gegen eine Datenbank zu validieren. Das ist die eine Geschichte. Für die Zukunft wäre es schön, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn mir DocuWare die Möglichkeit gäbe, dass ich auch die DocuWare-ID verwenden kann. Denn dann könnte ich Felder bereinigen, Leerzeichen eliminieren, eine 0 durch ein O ersetzen, eine 1 durch ein I ersetzen, durch ein großes dann, wenn das notwendig ist, ein Summenfeld gegebenenfalls füllen, also Korrekturen wiederum zurückschreiben in den Datensatz, Felder aus der Datenbank füllen, Export machen in eine Dokumentendatei. Ja, das war's dann auch schon wieder. Die Kontaktdaten sehen Sie wie immer unten in der Beschreibung. Bitte geben Sie uns Feedback. Ich lese alles, was Sie ins Feedback reinschreiben. Danke für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.